Willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve. Und ihr merkt, Willow geht's nicht gut. Willow geht's gar nicht gut. Wir brauchen Blumen. Ich möchte gerne Blumen pflücken gehen. Ich möchte gerne. Da ich will kein. Ich will kein Leck und kein Vögelchen. Oh, da ist noch ein Vögelchennest. Wird ein bisschen arg pyromanisch. Pyromanisch? Ja, doch. Pyromanisch könnte man sagen, oder? Sie ist ein kleiner Pyromane. Wenn sie verrückt wird. Boah, sind hier viele Steine. Ich habe, während ich darauf gewartet habe, dass die Nacht vorbeigeht, habe ich mal geguckt, wie viele Teile das denn nochmal waren. Und ja, es sind insgesamt 4, die ich brauche. Zusätzlich zu diesen, Teil, was da oben bei diesen Gegnern ist. Braucht Blumen. Hallo? Blumen. Blumen. Ich drehe so langsam ein bisschen durch. Und ich würde gerne noch ein Teil finden. Ich hätte gerne gute und böse Blumen. Gute zum Pflücken, böse zum Markieren, dass da ein Gegenstand ist. Oh Gott, wie weit geht das denn noch? Hallo? Ich hätte gern ein Ende in Sicht. Ich hätte gern ein Ende in Sicht, ein Ende in Sicht, ein Ende in Sicht. Eingeführtes Jahrhundert später. Oh, eine Kurve. Und immer noch keine Blumen. Der guckt noch böse. Ich weiß, ich laufe jetzt gerade nur außen rum und so weiter, aber ich möchte halt gucken, wie das Gebiet ist, damit ich das innen so langsam ausfüllen kann dann auch. Oh Gott. Das ist riesig. Ich laufe. Laufe. Willow, bist du nicht mehr erschöpft? Ich hätte so gerne Blumen. Okay. So langsam schaffe ich das Gebiet einzugrenzen, oder? Auch ein Lager. Ich mache ein festes Lager. Ich muss mal ein bisschen hacken hier und es wird schon Abenddämmerung. Das geht so schnell im Winter. Einfach wirklich enorm. Holzhacken tue ich ja auch nur, damit wir wieder Holzstücke haben, damit ich ja ein Lagerfeuer und so weiter machen kann. Und ich sollte mal ein paar Steine aufsammeln. Nochmal kurz aufwärmen. Ach, ist das schön. Ach, herrlich, herrlich. Ach, diese Flammen und da ist es. Weiter. Weiter hier lang, hier lang. Weiter. Macht das irgendwann wieder eine. Ein Dingsterbumster. Oh, hier ist auch wieder eine Spur, aber ehrlich gesagt habe ich gerade keine Lust, der zu folgen. Oh, hier liegen Holzplatten. Ich werde aber nur 2 mitnehmen. Hier wird wieder kalt. Ich glaube, ich werde auch einfach hier nochmal ein Lager machen. Ich kann leider kein festes Lager machen, bloß ein lockeres. Oh. Ihr wollt gar nicht wissen, wie mittlerweile mein Geisteszustand ist, wie niedrig. Ich drehe durch bei 56. Das muss man sich mal vorstellen.
so extrem niedrig. Oh, guck, da, da. Sie wird nervös und fängt an, Dinge anzufackeln. Oh, scheiße. Ausgerechnet jetzt. Ernsthaft? Ausgerechnet jetzt. Oh, fuck. Okay, ja. Schön. Jetzt kann ich ein bisschen um meinem Dings herumlatschen. Um mein Lagerfeuer. Aber ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Okay, das Gebiet ist also so und dann geht das hier so weiter. Dann muss ich mal einen Schlenker machen am nächsten Tag und ihn schon mal dorthin führen. Ach, wenigstens brennt er, wenn er da durchgeht. Stimmt, weil das so ein offenes Feuerchen ist. Aber ich will ihn eigentlich nicht kaputt machen, jetzt wo ich ihn habe. Ich kann ihn mal ein bisschen schwächen. Dann macht ihr die anderen fertig. Lalalalalala, ich gehe mit meinem Feuerzeug und mein Feuerzeug geht mit mir. Da vorne brennt der lebende Baum. Hier unten brennen wir. Ach, oh Gott, ich erzähl Schluss. Also wie immer. Weil man sollte aber meinen, Feuer macht ihm voll viel Schaden, aber es macht dem gar nicht mal so viel. Ich werde immer... 47, what the fuck. Und das Lustige ist, dadurch, dass er so langsam ist, oder ich zu schnell, kann ich das Feuer nicht nachlegen. Jetzt ist er mir noch im Weg. Warte, komm. Sorg mal ein bisschen wieder für Erhellung. Brav. Ja. Ich würde ja einfach mal sagen, wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Weil ich würde die ganze Zeit so weiter rumlaufen, ihn ein bisschen durchs Feuer lenken. Vielleicht stirbt er ja vorher. Weil immer mal einen hervorzurufen, geht dann doch recht schnell. Ach ja, komm, Hand. Ja, schön. Ah, wie ich mich freue. Ach Gott. Ich möchte einfach nur die Nacht überleben. Oh Gott, 42 schon. Oh fuck, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Also wenn, dann muss ich Maxwell's Door euch ein anderes Mal zeigen. Beziehungsweise mit einem anderen Charakter. Okay, also wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss, eure Tai.